Bitcoin tradet bei 68.500 US-Dollar. Unsere Trades sind weiterhin massiv im Profit, haben natürlich jetzt durch den Drop, den wir gestern Abend gesehen haben, etwas jetzt federn gelassen. Aber man muss ganz klar dazu sagen, bei unserem Cardano-Trade habe ich gestern dann auch Profite rausrealisiert, beziehungsweise in der Nacht, weil mir Cardano überhaupt nicht gefällt. Ja, habe ich ja gestern auch angesprochen in der Analyse und deshalb habe ich hier Profite rausrealisiert. Bitcoin habe ich nachgekauft, genau nach Plan bei unserem möglichen Retest, was wir auch gestern gesehen haben. In der Nacht ist leider dann der asiatische Markt reingekommen, hat uns nochmal etwas nach unten gedrückt. Jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, fallen wir weiter nach unten oder bekommen wir hier jetzt wieder einen schönen Bounce rein? Können wir neue Long-Positionen eröffnen? Ja oder nein? Das werden wir uns alles anschauen. Des Weiteren müssen wir uns wichtige Informationen angucken zu unserem High-Block. Da ist nämlich was sehr Interessantes passiert. Es sind wieder massiv Leute short gegangen durch diese Bewegung und natürlich jetzt auch durch die Bewegung, die wir in der Nacht gesehen haben. Und wenn wir uns jetzt einfach auch mal unsere Liquidation Map hier ganz kurz anschauen, sehen wir einen größeren Block bei 75.000 Dollar, aber es geht runter bis 65. Die Frage, die sich jetzt jeder stellt, geht es weiter nach unten? Ja oder nein? Genau das werden wir uns jetzt in diesem Video anschauen. Deshalb bis zum Ende angucken. Teile auch gerne dieses Video, weil dieses Video wird auf jeden Fall für jeden interessant, der hier auf dem Kryptomarkt im Trading tätig ist. In diesem Sinne, starten wir direkt rein. Let's go. Gut, also starten wir rein. Wir sind auf dem 4-Stunden-Chart. Gestern haben sich ein paar Leute beschwert, dass die Cam-Qualität so schlecht ist. Sorry dafür. Wird auf jeden Fall besser werden am Sonntag. Deshalb habe ich gedacht, ich mache heute einfach mal die Cam aus. Ja, schreibt gerne mal unten rein in die Kommentare. Wollt ihr mit Cam oder ohne Cam bis Sonntag? Lasst es mich gerne wissen. Am Sonntag bekommt ihr auf jeden Fall dann auch abends wieder einen Livestream und da sollte dann wieder alles wie gewohnt für euch stattfinden. Gut, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an und jetzt siehst du hier ganz gut, wir sind natürlich jetzt durch unser All-Time-High, was wir hier gehabt haben, bei 73.770 Dollar, jetzt hier sehr stark nach unten gefallen. Das war wieder eine Bewegung von knappen 7.000 US-Dollar und das nach unten und das innerhalb von einem Tag. Da ist also die Volatilität wieder richtig am Start. Woran mich diese Bewegung sehr stark erinnert, ist nämlich diese Bewegung hier. So was hatten wir nämlich schon mal gesehen. Wir haben auch hier ein zweites All-Time-High gemacht. Das heißt, wir hatten erste All-Time-High, Korrekturphase, nochmal zweites All-Time-High, dann ging es richtig runter. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, erstes All-Time-High, dann hier oben das zweite All-Time-High und dann Korrekturphase, ging es wieder weiter nach unten. Was allerdings das Ganze jetzt hier von der vorherigen Korrektur, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise Liquidation Week hier jetzt unterscheidet, ist folgendes, dass wir hier genau auf unseren 50er EMA hier wunderschön wieder den Bounce reingekriegt haben. Das haben wir jetzt im Moment nicht gesehen. Das heißt, auf dem 4-Stunden-Chart ist es jetzt so, dass wir genau zwischen dem 50er EMA und den 100er EMA sind. Und jetzt Achtung und festhalten, wir haben jetzt das erste Mal wieder ein bärisches Cross von unserem 13er und dem 20er EMA auf dem 4-Stunden-Chart. Das letzte Mal, wo wir das gesehen hatten, war nämlich an dieser Stelle und zwar am 21. Februar. Hier gingen wir dann in eine größere Seitwärts- und Konsolidierungsphase, hatten hier dann ein wunderschönes bullisches Continuation geformt, also einen wunderschönen doppelten Boden und sind dann nach oben weiter durchgepumpt. Also ihr seht schon, das bedeutet jetzt erstmal kurzfristig gesehen jetzt nichts so Gutes, ja, und auch nicht unmittelbar Positives. Wenn man sich nämlich jetzt hier auch anschaut, was wir dann gestern gemacht haben auf dem 4-Stunden-Chart, wir hatten dann hier die erste große Vektorkerze reingekriegt. Das heißt, hier sind sehr viele Short-Positionen aufgemacht worden. Und jetzt wird die Sache nämlich interessant. Warum? Ja, wir sind genau hier oben rein, nochmal auf unseren 20er und 13er EMA und haben genau diesen hier geschlossen. Das heißt, genau hier auf den 13er und den 20er EMA haben wir unseren 4-Stunden-Chart geschlossen. Und das ist jetzt wirklich ein kleineres Problem. Warum? Hier kam wieder eine neue Vektorkerze rein. Das heißt, hier sind wieder Short-Positionen aufgemacht worden. Und wir haben dann erstmal nach unserem Bounce hier einen weiteren Abverkauf gesehen. Wir haben uns ja gestern analysiert, haben gesagt, hey, ich erwarte, dass wir erstmal hier drauf gehen und da dann erstmal Support reinkommt. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ihr seht das Ganze hier nochmal ganz schön. Wir sind hier nochmal knapp um 3.000 Dollar hier dann angestiegen, knappe 4,18%. Herzlichen Glückwunsch, der da auf jeden Fall diesen kleinen, ja, eigentlich schon fast Scalp-Trade am Tag dann mitgenommen hat. Und dann wurden wir jetzt in der Nacht wieder nach unten hin abverkauft. Was sehr spannend ist, ist folgendes, dass wir genau hier unten reingelaufen sind und zwar genau in diese Konsolidierungsphase, die wir uns schon seit
ich glaube, einer Woche hier angucken und ich ja dann auch gestern im Update-Video gesagt habe, wenn das hier oben nicht hält, gehen wir runter auf unsere 67.000 US-Dollar. Bumm, was ist passiert? Genau das. Wir sind genau hier unten rein, genau richtig auf wieder unseren wichtigen Support. Jetzt fragst du dich, hä? Warum denn genau dieser hier unten? Ja, und wenn man sich das nämlich dann hier auch nochmal anschaut, mit unserem Point of Controls, wird wahrscheinlich bei vielen jetzt ein Licht aufgehen. Denn in diesem Bereich haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4 Point of Controls liegen. Also 4 Tage in Folge wurde genau auf diesem Level das meiste Volumen abgehandelt. Und zwar vom 5. März bis zum 8. März, okay? Und immer wenn man so eine starke Konsolidierung hat, obwohl das eigentlich gar nicht nach Konsolidierung hier krass aussieht, wegen diesem Wick und so weiter, ja? Aber wenn du 4, 5 Point of Controls auf einem selben Level hast, kannst du davon ausgehen, dass spätestens hier die Käufer wieder reinkommen, um die Kontrolle zu übernehmen. Und genau das sehen wir Stand jetzt im Moment. Das schauen wir uns auch auf den kleineren Zeiteinheiten dann auch nochmal an. Das heißt, genau hier kommt auf einmal wieder Support rein. Der 100er EMA wandert auch langsam hoch, ist jetzt bei knappen 66.048 US-Dollar. Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil er jetzt genau bei diesem Wick hier jetzt reinkommt. Und es wäre natürlich ganz gut, wenn sich Bitcoin jetzt hier in den nächsten 1-2 Tagen einfach in diesem Bereich hier weiter aufhält, damit der 100er EMA hier wunderschön in diese Supportzone zusätzlich nach oben wandern kann. Je mehr wichtige Indikatoren oder auch Support-Level auf einem Level zusammenkommen, desto stärker wird dieses Level dann natürlich auch. Und das wäre für uns natürlich nochmal wunderbar, wenn wir hier oben reinkommen. Was kann man jetzt erwarten auf dem 4-Stunden-Chart? Wenn wir jetzt hier nach unten, wir sind ja jetzt nach unten gefallen, wenn wir nochmal hier nach unten fallen, müssen wir darauf achten, dass wir hier einen doppelten Boden auf dem 4-Stunden-Chart reinkriegen. Das kann auf jeden Fall die Möglichkeit sein, um dann hier nochmal einzusteigen. Wir schauen uns aber dann auch gleich nochmal den 15-Minuten-Chart an. Für Daytrader wird es da auf jeden Fall richtig interessant. Durch diesen Drop, den wir jetzt gesehen haben, sind natürlich die Indikatoren massiv abgekühlt und das ist sehr, sehr gut. Ja, auf den kleineren Zeiteinheiten schauen wir uns das auch dann gleich nochmal an, aber man sieht auch nochmal hier ganz schön, dass wir genau hier unser bärisches Cross hatten. Hatten wir uns ja gestern angeguckt, habe gesagt, oh, da kommt jetzt auch negatives Momentum rein. Jetzt kommt wirklich, also und jetzt müsst ihr euch das mal anschauen, das ist das größte negative Momentum, was reingekommen ist, eigentlich hier seit Mai 2023 sogar. Schaut euch das mal an hier. Also genau hier ist das größte negative Momentum reingekommen, ja, was wir hier eigentlich seit jetzt gut einem Jahr gesehen haben. Und das liegt natürlich auch daran, warum, ganz einfach, wir machen All-Time-High, Bitcoin tradet auf einem Allzeithoch, da hat Bitcoin zuvor noch nie getradet, ja, dass dann auch Gewinnmitnahmen mal kommen, ist dann hier völlig normal. Wenn wir uns dann hier auch nochmal unseren RSI anschauen, jetzt wo ist er, hier unten, so, da ist er, und der RSI hat auf dem 4-Stunden-Chart massiv abgekühlt. Auch hier waren wir eine sehr lange Zeit im überkauften Bereich, waren sogar hier dabei, ein kleines Double Top zu formen auf unserem RSI und sind jetzt hier einfach nach unten gefallen auf knapp 37 Punkte. Das heißt, auch dieser ist jetzt hier erstmal wirklich wunderbar abgekühlt und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Viele haben dann auch gesagt, ah, boah, das ist jetzt mega Abverkauf und so weiter, das sieht voll schlimm aus und auf den kleineren Zeiteinheiten war es das auch, aber schaut euch einfach mal den Tageschart an und auf dem Tageschart, Leute, sehen wir im Moment nichts anderes als einen Retest und jetzt haltet euch fest, erstmal von unserem 13er EMA. Okay, und das auf unseren Tageschart. Das heißt, auf dem Tageschart machen wir keine weiteren Tief. Auf dem Tageschart sind wir weiterhin immer noch in einem massiven Aufwärtstrend. Ja, es wird erst problematisch werden. Und jetzt haltet euch fest, bei unserem Tageschart, wenn wir dieses Tief durchbrechen. Und im Moment ist das nämlich genau bei 59.555 US-Dollar. Solange Bitcoin hier in dieser Zone bleibt, alles entspannt. Deshalb keine Panik. Zoomt einfach mal rein. Raus, ja, also geht einfach mal hin, nehmt euch einfach mal den Tageschart ohne großartige Indikatoren, sondern nur die EMAs, schaut euch das einfach mal an und dann erkennt ihr, ja, wir sind im Moment weiterhin immer noch auf Kurs, auch wenn wir hier gerade im Moment ein bisschen abverkauft werden. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt seit diesem kleineren Wick, den wir jetzt hier gesehen haben auf den 13er EMA, schon wieder knapp 14.300 Dollar zugelegt. Das sind insgesamt 25%, dass Bitcoin mal in eine kleinere Abkühlungsphase
Phase reingeht und mal einen 10%-Move nach unten hinlegt, ist völlig normal, vor allem völlig normal in einem Bullenmarkt. Wenn wir uns das nämlich mal im Vergleich anschauen, was in den letzten paar Male immer wieder passiert ist, in unserem letzten Bullenmarkt, Leute, da war das auch gang und gäbe. Schaut euch das hier mal an. Bestes Beispiel auch hier. Bumm, es ging hier 17% nach unten. Dann hier an einem Tag, mega krasser Wick nach unten, nochmal um knappe 20%. Dann sind wir in eine größere Korrektur reingelaufen. Ja, hier nochmal 31%. Also Leute, macht euch da nicht verrückt. Das ist völlig normal für einen Bullenmarkt. Lasst euch da jetzt auch nicht von eurer Trading-Strategie abbringen, weil man muss ganz klar sagen, wir sind weiterhin auf Kurs und es ist völlig normal, dass Bitcoin mal sowas hier reinballert und nicht kontinuierlich einfach nach oben durchballert, jetzt Richtung 100.000 Dollar. Aber wenn du natürlich meinen Kanal verfolgst, weißt du das auch. Deshalb lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Würde mich sehr drüber freuen. Join gerne rein und dann herzlich willkommen bei uns in der Community. Jetzt gehen wir aber rein, schauen uns das Ganze jetzt definitiv nochmal an mit unserem möglichen High-Block und unseren möglichen Liquidierungen. Der High-Block zeigt uns an, wo sind denn Leute long bzw. short gegangen mit hochgehebelten Positionen. Wie du hier gut erkennen kannst, ist unser Short-Delta massiv nach unten gefallen. Also es sind sehr viele Leute durch diesen asiatischen Move in der Nacht jetzt hier short gegangen. Man sieht es auch nochmal ganz gut in diesem Bereich hier. Ja, diese grau-grünen oder mintfarbenen Balken zeigen uns nichts anderes an, dass hier sehr viele Leute mit 50 bis 100x Positionen hier long gegangen sind. Unsere große Position, die wir uns gestern angeschaut haben, mit knapp 300 Millionen Dollar, nämlich genau dieser Spike hier, ist immer noch da und diese wurde jetzt erstmal nicht rausliquidiert. Über uns ist natürlich jetzt wieder sehr, sehr starke Liquidität entstanden, was gefundenes Fressen wieder für die Market Maker ist. Und unter uns haben wir jetzt nochmal einen Bereich. Dieser Bereich ist eigentlich so runter bis 66.000 Dollar, wo durchaus auch nochmal gute Long-Positionen rausliquidiert werden können. Und das sieht man nämlich dann auch jetzt nochmal bei der Liquidation Heatmap ganz gut. Durch diesen Abverkauf haben viele Leute ihre Short-Position aufgemacht bzw. vergrößert und der Liquidation-Preis liegt hier oben bei knappen 74.000 bis 75.000 US-Dollar. Hier unten bei 65.000 bis 66.000 Dollar kommt auch noch ganz gut was rein. Das heißt, wir haben im Moment zwei größere Liquidierungszonen. Die eine fängt an bei 74.000 bis 75.000 Dollar und die andere fängt hier unten an bei 65.000 bis 66.000 Dollar. Jetzt muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen, dass wir im Moment mehr an den 65.000 Dollar traden als an den 75. Jetzt muss man natürlich schauen, wie verhält sich das Ganze. Aber wie du hier gut erkennen kannst, ist es einfach so, wir müssen jetzt darauf warten, wo die Reise hingeht. Wenn wir Richtung 65 gehen, erwarte ich spätestens da wieder einen Bounce. Passt auch perfekt zu unserer Analyse, was wir gerade gemacht haben. Sollten wir wieder, und jetzt haltet euch fest, über unsere 70.000 Dollar kommen, nachhaltig, kurzfristig gesehen, ja, können wir sogar davon ausgehen, dass wir wieder relativ zeitnah und schnell mit einer sehr schnellen Bewegung Richtung 75.000 Dollar gehen und wieder ein neues All-Time-High machen. Okay, deshalb keine Panik. Ich war gestern auch in Twitter live unterwegs. Schreibt gerne mal unten rein in die Kommentare, wer da mit dabei war. Hab da ja auch ein bisschen mit Federico, den CEO, gesprochen und so weiter und so fort. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Talk. Ja, und da habe ich auch gesagt, Leute, keine Panik. Es ist völlig normal, dass so etwas vorkommt an dieser Stelle. Okay, gut, dann würde ich sagen, switchen wir mal rein auf den 15-Minuten-Chart. Bevor wir das tun, möchte ich Ihnen noch auf was aufmerksam machen. Und zwar haben wir nächste Woche am Donnerstag unseren Crypto Day. Und zwar mit Femex zusammen. Der CEO von Femex wird auch dann nochmal wichtige Informationen geben zu den PT-Token. Wir werden ein Interview machen. Du kannst live deine Fragen an einen CEO einer Kryptobörse stellen. Wie geil ist das denn? Das Ganze um 18 Uhr bis ca. 19.30 Uhr. Deshalb schau gerne rein. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, Freunde, festhalten, komplett kostenlos. Keine Kosten für euch, absolut nichts. Reinkommen, nehmt so viel kostenlosen Content in dieser wichtigen Phase mit, wie nur irgendwie geht. Deshalb kommt da gerne rein. Wir werden über den Markt sprechen. Wir werden auch live dann Chartanalyse machen. Ich werde euch auch noch zeigen, welche Indikatoren wichtig sind, was es mit den Vector Candles auf sich hat und noch vieles mehr. Deshalb schau da gerne rein. Also gerne Tickets sichern und feuerfrei mit am Start sein. Jetzt gehen wir aber rein auf den 15-Minuten-Chart und schauen uns mal an, was das Ganze jetzt für euch auf dem 15-Minuten-Chart zu bedeuten hat. Jetzt wird die Sache hier natürlich richtig interessant werden, weil wir haben hier unser Daily Open gestartet, hatten dann hier eine kleine Vektorkerze nach oben, ja, die versucht hat, Richtung M3-Level nach oben zu ziehen. Bei High ADR war dann erstmal genau auf den Cent Feierabend. Was ist dann passiert? Wir wurden nach unten in Abverkauf und
das ziemlich schnell und stark. Das war jetzt dann hier sogar am heutigen Tag schon wieder eine volatile Bewegung, jetzt haltet euch fest, von 5.700 US-Dollar. Also über Volatilität können wir uns auf jeden Fall Stand jetzt erstmal nicht beklagen. Was jetzt sehr spannend ist, ist folgendes, dass wir uns jetzt hier bei unserem M1-Level ganz gut aufhalten. Das heißt, wenn wir jetzt hier Support finden auf unserem M1-Level, wäre das ein wunderschönes bullisches Reversal. Wir haben hier auch schon ein kleineres gehabt, ja, hier zum Beispiel, aber das ist jetzt auch nicht so schön gewesen. Jetzt sehen wir hier gerade im Moment so einen kleineren Retest, sieht man hier auch nochmal ganz gut. Ja, wenn wir hier jetzt noch einen schönen Bounce reinkriegen, wäre das jetzt erstmal ein schöner kleiner Retest auf dieses Hoch. Somit können wir davon ausgehen, dass wir heute diese Vektorkerzen wieder abholen. Einmal pink, einmal rot, hier sogar nochmal ein Teil rot. Heißt, hier liegt für die Market Maker ein sehr, sehr großer Batzen an Short-Liquidierungen. Das heißt, wenn sie es heute schaffen, hier oben wieder reinzudrücken Richtung Daily Open, gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass wir dann auch über unser Daily Open wieder rausgehen, weil einfach dann zu viele Short-Positionen wieder rausgehen aus dem Markt und keine großartigen Short-Positionen meiner Meinung nach dann wieder reinkommen. Das heißt, Stand jetzt halten wir uns genau da dran. Diese blaue Zone, die du hier siehst, ist nichts anderes als diese Point of Controls, die wir uns eingezeichnet haben auf dem 4-Stunden-Chart ganz am Anfang des Videos. Und jetzt wird die Sache natürlich interessant werden. Wenn wir uns nämlich jetzt hier mal den MACD anschauen, haben wir jetzt kurzfristig auf jeden Fall die Möglichkeit, eine kleine Trendumkehr einzuleiten. Das heißt, hier wieder einen Step weiter nach oben zu gehen. Wenn man sich dann hier unten aber den RSI anschaut, haben wir hier auch massiv Luft nach oben. Aber, und jetzt kommt auch das Aber, wieder massiv Luft nach unten. Das heißt, bei unserem 15-Minuten-Chart RSI würde ich jetzt nicht so stark darauf gehen, aber mit unserem MACD sieht es jetzt erstmal gar nicht mal so schlecht aus, muss man sagen. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, was so die nächste halbe, dreiviertel Stunde uns jetzt hier gibt. Deshalb werde ich das Video jetzt auch so schnell es geht dann hochladen. Aber wir müssen trotzdem weiterhin damit rechnen, dass die Bären jetzt erstmal in der Kontrolle sind und wir durchaus nochmal einen Liquidation-Weg sehen können. Was das Ganze jetzt hier bedeutet, vor allem diese Bewegung, wie du hier im Moment siehst, wir haben keine großartigen Liquidation-Wegs jetzt hier gesehen. Was ist ein Liquidation-Weg? Ein Liquidation-Weg ist, wir fallen nach unten und werden instant sofort wieder aufgekauft und es entsteht eine sehr große Dochtkerze, ja, auf dem 15-Minuten-Chart, zum Beispiel sowas hier. Ja, das hier ist zum Beispiel ein Liquidation-Wick gewesen. Oder wenn man hier weitergeht, ja, wir gehen nach unten und genau auch hier, wir fallen nach unten. Das hier ist ein Liquidation-Wick gewesen. Wir erholen uns und gehen wieder weiter nach oben. Wenn wir uns jetzt diese Bewegung angucken, ist diese Bewegung etwas anders. Und zwar haben wir noch nicht so einen Liquidation-Wick an dieser Stelle jetzt erst gesehen. Und das macht mich so ein bisschen misstrauisch an dieser ganzen Geschichte. Okay, das heißt, am besten wäre es natürlich nochmal, wenn Bitcoin einen ganz kleinen Wick hier unten reinballert auf einen wichtigen Support, vielleicht sogar auf die 66.000 oder hier unten rein auf unsere 65.000 US-Dollar, wir dann instant aufgekauft werden, wir in die Konsolidierung gehen und dann hier oben reinlaufen. Das wäre natürlich Bullenmarkt-Vibe am allerbesten. Werden wir aber im Auge behalten. Ich werde dich natürlich in Telegram dann auch auf den Laufenden halten. By the way, da sind mehr als knapp 20.000 Leute drin. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Unten findet ihr alle Links in der Videobeschreibung. Würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Dann gehen wir noch kurz rein. Schauen uns nochmal kurz die Positionen an, wie es im Moment aussieht. Ich habe dann hier an dieser Stelle dann gestern nachgekauft. Das war der Retest auf dem 4-Stunden-Chart. Ich bin nämlich meiner Trading-Strategie treu geblieben. Sind auch dann hier wunderschön nach oben gegangen. Jetzt hier wieder nach unten. Jetzt bin ich mit der Nachkaufposition etwas im Minus, ja, aber wir sind immer noch mit knapp 176.000 Dollar jetzt hier im Plus, läuft also alles noch weiter nach Plan. Unser Einstieg ist bei 59.000 US-Dollar, also im Moment knappe 10.000 Dollar entfernt. Wenn wir weiter nach unten fallen, werde ich natürlich schauen, wo ich dann wieder nachkaufen kann, weil ich einfach davon ausgehe, dass wir in keine großartige Korrektur jetzt reinballern. Ja, dass wir solche kleineren, in Anführungszeichen, Korrekturen sehen, so zwischen 10% und 12%, ja, wo wir mal 8.000, 9.000 Dollar nach unten fallen, ist völlig normal und auch gesund, damit wir hier den Markt einfach bereinigen. Das heißt, hier werde ich erstmal nichts machen. Wenn du Bock hast und dich gerne bei Femex anmelden möchtest, kannst du dies gerne tun. Link findest du unten in der Videobeschreibung und somit unterstützt du auch automatisch dann diesen Kanal, damit ich von Montag bis Sonntag für dich ein Video rausballern kann. Deshalb vielen lieben Dank erstmal dafür. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns Ethereum an. Ethereum macht die gleiche Chartbewegung wie bei Bitcoin. Die Altcoins haben natürlich richtig auf die Mütze gekriegt durch diesen Move hier nach unten. Und auch bei Ethereum haben wir uns das ja gestern angeschaut, habe gesagt, oh Leute, hier schön
schönes Double Top. Ja, wenn der 50er EMA nicht hält, geht es auf den 100er. Et voilà, was ist passiert? Genau das. Wenn der 100er EMA jetzt bricht, gehen wir sogar bei Ethereum hier unten nochmal rein, um diese Vektorkerze zu füllen, um hier abzuholen. Was sehr spannend ist, genau hier kommt auch unser 200er EMA rein. Also der 200er EMA läuft hier wirklich wunderbar in diese Zone hier gerade oben rein. Das heißt, 200 EMA definitiv im Auge behalten, wird auf jeden Fall eine spannende Sache und ein sehr, sehr spannendes Support-Level, sollte der 100er EMA bei Ethereum an dieser Stelle erstmal nicht halten. In diesem Sinne soll es das fürs Video gewesen sein. Schreib gerne mal rein, ob du hier dann auch mit am Start bist. Nächste Woche am Donnerstag, würde mich sehr drüber freuen. Und dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Heute mal ohne Cam. Ich hoffe, es ist okay für euch. Sonst mache ich morgen die Cam wieder an. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und am Sonntag hören wir uns auf jeden Fall zu einem richtig geilen Livestream. In diesem Sinne, haut rein. Ich wünsche euch einen guten Start in den Freitag. Haut rein, euer Basti. Ciao, ciao.